schuldest deinem Kumpel Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro? Zahlt damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Ja. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. So, Benny Kirchhoff, ich würde sagen, positiv die zweite Halbzeit. Habt ihr Druck gemacht, aber ich denke mal, wenn ich in dein Gesicht gucke, du bist garantiert nicht glücklich. Ja, wie kann man glücklich sein nach so einer ersten Halbzeit wieder? Das erste Gegentor darf nicht fallen, das ist mein Mann, den muss ich haben, den muss ich decken. Und der rutscht eklig drüber, geht dann rein und das hat natürlich Ulm in die Karten gespielt. Danach haben wir aber auch keine Reaktion gezeigt. Wir haben nicht die Eier genommen in die Hand, wir haben... War nicht keine Männer auf dem Platz erste Halbzeit und so kann es nicht sein. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit, haben wir es wesentlich besser gemacht. Ich denke, da hatten wir auch gute Chancen und können vielleicht sogar das 2-2 machen oder müssen es 2-2 machen. Aber wir müssen, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal, jeden Spieltag eine Halbzeit verschlafen oder 20 Minuten. Also wahrscheinlich, wenn ihr eine Erklärung dafür hättet, würdet ihr das wahrscheinlich abstellen, oder? Also. Ja, natürlich. Also wir müssen jetzt eine Erklärung dafür finden. Es geht nicht, es geht einfach überhaupt nicht. Wir haben hier schon wieder 300 Fans, die mit uns fahren, 400 Kilometer fahren die nach Ulm. Und wir beten in so eine erste Halbzeit. Das kann nicht sein. Also das geht überhaupt nicht. Ihr wart ja gerade am Zaun. Was waren denn so die Reaktionen? Ja, die Jungs haben uns aufgemuntert. Die haben gesagt, es muss weitergehen. Die haben gesagt, wir sollen uns den Arsch aufreißen für den Verein, für die Fans. Und so ist es auch. So ist es richtig. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Sonst kann es ganz schön ungemütlich werden. Und wir haben jetzt 2 Punkte nach 4 Spielen. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Und wir müssen da hinkommen, dass wir 90 Minuten lang Gas geben und uns den Arsch aufreißen und einfach wie Männer auf dem Platz stehen. Hatte von außen den Eindruck, so mit Garic und Hörst kamen so junge und unbekümmerte Leute rein. Kann man sich vielleicht in dem Fall mal was von den Jungen abgucken, so diese Unbekümmertheit? Ja, was der Luca da gespielt hat, fand ich überragend. Also der hat jeden Ball gefordert, der hat 2 Kämpfe gewonnen, der hat aufgedreht. Genau das, was wir brauchen auf der 6 und der Luca, der Jake auch. Der ist super in die Tiefe gegangen, das Tor macht er richtig gut. Er hat noch 2, 3 andere gute Möglichkeiten gehabt. Darauf müssen wir aufbauen. Wir müssen die Jungs jetzt integrieren, wenn sie nächstes Spiel spielen. Aber in der Trainingsarbeit wird man jetzt sehen, wer dann nächste Woche aufläuft. Wahrscheinlich für dich auch nochmal eine besondere Rolle, jetzt erstes Jahr als Kapitän und dann gleich so viele Herausforderungen, denke ich mal. Ja, natürlich. Ich muss einfach ein Vorbild sein, ich muss die Mannschaft versuchen zu führen, ich muss vorangehen. Ich versuche auch immer auf dem Platz laut zu sein und die Jungs mitzuziehen. Bisher hat es leider noch nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nächste Woche geht es jetzt weiter und da müssen wir eine Reaktion zeigen, sonst wird es echt ungemütlich. Okay, gut. Viel Erfolg dabei und Daumen drücken. Luka Garic, Jack Hurst, ihr zwei habt mehrere Gemeinsamkeiten in diesem Spiel gehabt, seid frisch reingekommen und habt großes Lob vom Kapitän gerade eben bekommen, hat gesagt, ihr habt richtig klasse gemacht. Wie seht ihr denn selber eure Leistung? Ja, also ich beurteile nicht selber meine Leistung, also will sie nicht beurteilen, sondern am Ende zählt ja unsere Teamleistung und dann das Ergebnis und solange das nicht stimmt, stelle ich da meine Leistung auch erst hinten ran. Okay, gut. Jake, bei dir wahrscheinlich dein kleiner Höhepunkt, dieses Tor. Es ist ja schon was Besonderes. Du kommst aus der 8. Liga, glaube ich, und dann ist dein erster Auftritt und du versenkst das Ding eiskalt. Ja, auf jeden Fall. Das war schön, aber am Ende bringt es auch nichts, wenn wir hier nicht 3 Punkte mitnehmen oder mindestens mal ein. Ich meine, wir stehen jetzt leer da. Wir haben alles gegeben in der zweiten Halbzeit und also das ganze Spiel über. In der zweiten Halbzeit sind wir einfach besser ins Spiel gekommen, deswegen waren wir nochmal am Drücker. Aber ja, am Ende bringt es auch nichts, wenn wir jetzt mit 0 Punkten nach Hause fahren. Unsere These von außen war so ein bisschen, der Trainer bringt euch jetzt rein, so ein bisschen Unbekümmertheit, so ein bisschen einfach junge, ja, Unbekümmertheit ins Spiel zu bringen. War das so der Gedanke vom Trainer oder was war da der Hintergrund? Also ich kann jetzt nicht sagen, was der Gedanke vom Trainer war, aber wir haben uns im Training angeboten und haben alles dafür getan, auch zu spielen und das hat wohl der Trainer gesehen und hat uns dann gebracht. Ich denke mal für dich, war es eine große Umstellung sozusagen, diese Regionalliga-Härte? Man hat das Gefühl, du hast die ganz gut weggesteckt. Ja, na, ich meine, ich habe ja jetzt schon mehrere Wochen mittrainiert und da habe ich mich dran gewöhnen können. Ja, deswegen habe ich das auch ganz gut wegstecken können. Vor 6 Wochen hätte ich das nicht machen können, aber die Jungs haben mich gut gepusht im Training, deswegen habe ich das ganz gut gemacht, glaube ich.
deine Rolle ja wahrscheinlich so eher auf der 6, Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Du warst ja jetzt alleine, dadurch, dass wir jetzt einfach mehrere Stürmer auf dem Platz hatten. Was ist dir denn so persönlich lieber? Hast du lieber einen Sechser neben dir oder sagst du, ich komme da auch alleine ganz gut zurecht? Also ich habe da jetzt keine Vorliebe oder so. Also mir ist es eigentlich relativ egal, ob neben mir jemand spielt oder ob ich alleine auf der 6 bin. Weil wenn ich alleine auf der 6 bin, habe ich 2 Achter meistens vor mir und die helfen mir auch. Also das ist nicht das Problem. Jetzt könnte es, wenn es nach euch geht, zumindest was die Spielzeiten angeht, so weitergehen, dass sie immer mal wieder eingewechselt werden, denke ich mal, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, wir sind beide stolz und wir wollen weiter Gas geben und uns anbieten und dann hoffen wir, dass wir auch noch mehr Spielzeit bekommen. Ich hatte gerade eben hier einen Fotografen neben mir oder ich glaube ein Interview neben mir, mit dem du gerade gesprochen hast. Der hat gesagt, letzte Saison habe ich noch gegen den Jake Hurst gespielt. Also klar ist es jetzt ärgerlich, dass heute verloren wurde, aber musst du dich manchmal kneifen, dass du jetzt auf einmal in der Regionalliga spielst? Das ging ja schon recht schnell. Ja, das ging schnell. Ist auf jeden Fall schön, aber wie gesagt, die Mannschaftsleistung zählt und wenn wir jetzt hier nach 4 Spieltagen mit 2 Punkten stehen, ist das nicht überragend und das kotzt uns, glaube ich, alle an, mannschaftsintern, deswegen bremst es die ganze Freude ab. Ja. Aber natürlich ist es schön, hier zu sein. Dann wünschen wir, dass wir noch ganz viel Freude an euch haben und viel Erfolg nächste Woche dann. Dankeschön. So, dann darf ich Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Sie wissen, der OFC, der macht immer einen Live-Ticker und deswegen machen wir das heute mal mit dem Mikrofon. Ist auch mal nett. Wir begrüßen ganz herzlich von den Kickers Offenbach den Trainer, Daniel Steuernagel, und vom SSV Ulm 1846 Fußball unseren Holger Bachtaler. Herr Steuernagel, ich denke, es gibt einiges zu sagen. Die dürfen als Gast anfangen. Bitte schön. Ja, hallo. Ich denke, wir sind heute in der zweiten Halbzeit dann, haben wir endlich mal so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Ging natürlich bei uns für uns die Partie unglücklich los. Wir haben vorher noch gewarnt, auf die Freischussstärke hin und logischerweise auch auf die Kopfballstärke. Gehen dann natürlich in Rückstand. Und dann hat uns natürlich in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, hat uns unheimlich gut gepresst. Und wir hatten vorne einfach zu wenig Bewegung, um einfach dann auch den ersten Ball festzumachen, sind dann nicht nachgerückt, haben so die zweite Bälle nicht aufsammeln können. Und und dann hat Ulm natürlich wahnsinnig effizient auch gespielt. Ne? Dann haben wir eine Situation, wo wir durchdecken wollen. Der Stürmer behauptet sich natürlich super, zieht durch und hat natürlich einen exzellenten Abschluss gemacht. Ne? Und danach haben wir so ein bisschen die Ordnung verloren, konnten dann die 10 und die 6 nicht mehr so kontrollieren, beziehungsweise die konnten dort agieren. Und da ist Ulm natürlich auch stark. Haben dann in der zweiten Halbzeit gewechselt. Und ich glaube, dass die zweite Halbzeit für uns sehr, sehr erkenntnisreich war, weil Jake Hurst, den wir aus der Kreisoberliga geholt haben, überragend gespielt. Mit ein bisschen Glück macht er noch ein zweites Tor, hält der Torwart natürlich super. Und natürlich auch der Luka Garic, unser U19-Spieler, unheimlich Struktur reingebracht, ballsicher. Mike Vetter, brauchen wir nichts sagen, auch sehr, sehr willensstarker Spieler. Und dann hätten wir das Spiel noch drehen können. Leider haben wir uns nicht belohnt für die zweite Halbzeit. Schade. Aber wie gesagt, für uns sehr, sehr erkenntnisreich. Und auf der zweiten Halbzeit, da können wir aufbauen. Und ich glaube, so müssen wir auch Fußball spielen. Danke. Ja, vielen Dank für die ausführliche Analyse. Dann gebe ich gleich weiter an unseren Trainer Holger. Bitte schön. Ja, ich muss vorneweg meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, weil ich denke, dass heute einfach das leidenschaftlichere Team gewonnen hat. Wir haben von der ersten Sekunde an alles investiert oder sehr, sehr viel investiert. Haben in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, und sind dann auch, denke ich mal, sehr verdient in Führung gegangen und konnten natürlich dann mit dem 2-0 Halbzeitstand mit einem kleinen Polster in die Halbzeit gehen. Wir haben uns wie gegen Balingen auch vorgenommen, das dritte Tor nachzulegen. Das ist uns dann leider nicht gelungen. Wir hatten, denke ich mal, noch die eine oder andere Kontermöglichkeit, wo einfach die letzte Präzision gefehlt hat. Aber das war natürlich auch dem geschuldet, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit einen riesen Aufwand betrieben hat gegen den Ball. Und dass natürlich dann der Druck von den Kickers immer größer wird, das war uns auch klar. Und ich denke, wir sind dann oder mussten den Anschlusstreffer hinnehmen aus einer Situation, wo wir eigentlich eine gute Umschaltmöglichkeit gehabt hätten. Und dass dann hinten raus natürlich nochmal die Kickers alles nach vorne werfen, wir um jeden Ball wirklich super leidenschaftlich gekämpft haben. Und deswegen denke ich auch über die 90 Minuten verdient gewonnen haben. Von daher nochmal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft für einen sehr, sehr guten Auftritt gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ja, Holger, auch hier vielen Dank.
Und jetzt gibt es sicherlich die ein oder anderen Fragen. Und da wäre es nett, wenn man dann auch schnell das Mikrofon benutzt. Es sah so aus, als würde Ihre Mannschaft, Herr Bachtal, in der zweiten Halbzeit das Ergebnis verwalten. Und es war eigentlich so, dass sie mehr reagiert als agiert hat. War es unbewusst bei den Spielern einfach so, dass sie gesagt haben, wir haben die Offenbach in der ersten Halbzeit klar im Griff, jetzt können wir es etwas langsamer angehen lassen, können die kommen lassen und können dann kontern? Ja, das ist richtig. Wir haben uns natürlich das dritte Tor vorgenommen, aber wir haben dann einfach nicht mehr die Bälle so gefordert. Wir haben viele Torabstöße lang gespielt und haben eigentlich nicht mehr so die klaren Ballbesitzphasen gehabt, wie wir das vielleicht in der ersten Halbzeit gehabt haben. Aber nochmal, ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit einen riesen Aufwand betrieben und im Unterbewusstsein vom einen oder anderen Spieler kann sowas natürlich dann auch eine Rolle spielen. Es war mit Sicherheit jetzt nicht unser Plan, jetzt ein bisschen abwartender zu spielen, aber wie gesagt, Fußball ist kein Wunschkonzert. Letztendlich trifft man auf einen Gegner mit einer hohen Qualität und das spüren natürlich auch die Spieler auf dem Platz. Und ich denke, das Einzige, was wir uns ein bisschen vorwerfen müssen, ist, dass wir diesen letzten Ball dann nicht sauber durchgespielt haben. Aber nochmal, das ist völlig normal, dass wir jetzt nicht über 90 Minuten so agieren können wie in der ersten Halbzeit. Wenn uns das gelingen würde, das wäre natürlich traumhaft, aber man muss schon sehen, dass natürlich auch der Aufwand, den wir betrieben haben und auch das Pensum jetzt die letzten 7, 8 Tage mit 3 Spielen natürlich sehr, sehr hoch ist. Und wenn uns einer vor dem Spiel gesagt hat, wir gewinnen und müssen bis zur letzten Sekunde alles dafür tun, dann hat man das gerne unterschrieben. Und das war von Anfang an klar, dass in dieser Liga, und das zeigen jetzt auch alle Spiele, die sind alle umkämpft bis zum Schluss. Und ich denke, das müssen wir einfach mitnehmen, dass man bei jedem einzelnen Spieler auch auf der Bank gesehen hat, dass jeder für jeden da ist, sich in alles reinwirft, was hinten raus zu verteidigen galt. Und von daher bin ich sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Herr Steuernagel, Sie haben gesagt, sehr erkenntnisreich. Jetzt haben Sie in der ersten Hälfte eine Aufstellung gewählt, die durchaus interessant war. Es waren einige Veränderungen, haben Sie angekündigt. Was war der Plan da in der ersten Hälfte? Erstmal wollte man natürlich mit einer Doppel-6 spielen, um einfach die Zwischenräume besser korrigieren zu können. Der Gegner spielt ja mit einer Raute. Überlappendes das Zentrum, das wollten wir kontrollieren, wollten eigentlich mit Ren Hoca auf Campagna, ein Schlüsselspieler bei Ulm, den wollten wir eigentlich zustellen. Das ist uns mal 10 Minuten ganz gut gelungen, aber wir haben einfach dort zu wenig läuferischen Aufwand betrieben. Da hat der Gegner uns vorgemacht, wie man das eigentlich macht. Und und das war der Grund, warum wir Hoca nach vorne geschoben haben. Der ist so ein torgefährlicher Spieler. Und wollten einfach das Zentrum ein bisschen geschlossen haben mit Götscher und mit Lovric. Und und nachher haben wir es dann nochmal korrigiert, weil wir einfach das, was wir wollten, Druck auf den Ball kriegen. Und das hat dann Hörst gemacht und Garic hat Struktur reingebracht. Ja, und Vetter natürlich auch mehr Dampf dann nochmal über den Flügel gebracht. Und und Co. ist natürlich auf der 6 auch sehr, sehr gut. Und von daher war das für uns heute sehr, sehr erkenntnisreich. War das richtig beantwortet? Okay. Gibt es noch Fragen? Ja, okay. Die Szene des Spiels war ja sicherlich das 2:0 von Steffen Kienle. Wie haben Sie es gesehen oder auch seine Leistung insgesamt von Steffen Kienle? Ja, Steffen Kienle spiegelt natürlich das wieder, was ich vorher gesagt habe, dass wir sehr, emotional gespielt haben, sehr leidenschaftlich, und wenn man sich das Tor anschaut, mit welcher Überzeugung er dann diese Meter macht von der Mittellinie bis in den gegnerischen 16er rein, also das haben wir uns den Jungs in der Halbzeit auch nochmal gezeigt, die Videoszene, und die Mitspieler haben geklatscht und diesen Schwung wollten wir einfach auch mitnehmen, und ich denke, das war halt einfach so unsere große Stärke, dass jeder jeden Meter gegangen ist, und von daher hat der Steffen Kienle natürlich heute ein überragendes Spiel für uns gemacht. Mit 2 Toren gekrönt, und besser geht es natürlich auch nicht. Ja, gibt es noch Fragen? Okay, dann bedanken wir uns im Namen des Vereins für den heutigen Besuch. Euch noch einen guten Nachhauseweg, vor allem möglichst ohne Stau.
Und wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Da kommt es dann zu diesem Knaller gegen Eintracht Frankfurt-Pokalspiel, wo wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Und ich denke, Holger, euch tut es jetzt gut, dass ihr mal jetzt wirklich 4-5 Tage mal Ruhe habt, denn das waren ja fast dauernd englische Wochen, denn danach geht es ja gleich wieder Dienstag, Samstag weiter. Also nochmals schönes Wochenende und dann bis kommende Woche.